Hey Philipp, ich bin's. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir uns noch sehen, bevor du aussagen musst. Naja, jetzt habe ich leider nur dein AB dran. Ich wollte dir nur noch mal sagen, wie leid es mir tut, dass du wegen mir so eine Scheiße am Hals hast. Wo unser Shooting doch damals so schön war. Ich meine, so richtig schön. Aber hey, ich habe mir was überlegt, wie ich das alles wieder gut mache. Naja, sorry, ich muss Schluss machen. Bis dann. Na, Schatz? Hey, Schatz. Mit wem hast du telefoniert? Ach, mit einer Freundin. Und was war das da gerade? Schulaufgaben, kennst du doch. Bist du gar nicht aufgeregt, dass du gleich aussagen musst? Wieso denn? Ich hab doch dich dabei. Frau Wagner, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Frau Wagner, Ihr Vorname ist Sabine. Sie sind am 3. März 1968 in Berlin geboren, leben in Münster. Sie sind geschieden und haben eine 16-jährige Tochter namens Paula, die bei Ihnen lebt. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Optikermeisterin. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Paula Wagner, die 16-jährige Tochter der Angeklagten, hatte über ein soziales Netzwerk im Internet den Fotografen Philipp Thyssen kennengelernt. Die Angeklagte befürchtete, dass Philipp Thyssen sich nur deshalb an ihre Tochter herangemacht hatte, um pornografische Fotos von ihr zu machen. Am 4. April 2011 erfuhr die Angeklagte, dass ihre Tochter heimlich zu einer Fotosession in Philipp Thyssens Fotostudio war. Wutentbrannt brach sie noch am selben Abend in das Studio ein und verwüstete es. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro. Sabine Wagner wird daher wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Wagner, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben machen zur Sache? Ich habe die ganze Sache jedoch sowieso nur am Hals, weil ich als Mutter aufgepasst habe, dass mein Kind nicht an irgendein Perversen gerät, wenn sie sich da im Internet herumtreibt. Frau Wagner, damit wir uns recht verstehen, dass Eltern ein Auge drauf haben, was ihre Kinder im Internet veranstalten, das finde ich unheimlich wichtig. Nur wollen wir erstmal bei der Anklage bleiben. Sie haben wir doch gerade eben gehört. Und angeklagt hat die Staatsanwaltschaft Sie ja, dass Sie das Fotostudio verwüstet haben sollen. Ja, ich war's aber nicht. Aber wenn ich dazugekommen wäre, wie dieser Kerl von meiner Tochter irgendwelche dreckigen Fotos gemacht hätte, den hätte ich einen Kopf kürzer gemacht. Ganz sicher sogar. Mhm. Ja? Aber irgendwo einbrechen und wild randalieren, nein, also das ist wirklich absurd. Also ich finde es ehrlich gesagt schwerwiegender, jemand anderen einen Kopf kürzer zu machen, als irgendwo einzubrechen. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Das war ein ganz klares Statement. Internet ist alles Teufelzeug und jeder Fotograf ist ein Perverser. Sie waren grundsätzlich dagegen, dass Ihre Tochter im Internet ist, dass Sie über dieses Netzwerk Friends for Boys and Girls Kontakt mit diesem Fotografen Philipp Thyssen aufgenommen hat und mit dem in Kontakt stand. Und Sie waren auch dagegen, dass sie da hingegangen ist. Sie sind doch am 14. März bereits bei ihm im Studio vorstellig geworden, um den Kontakt zu unterbinden, oder nicht? Ja, mein Gott, ich dachte ja auch, mich trifft fast der Schlag, als ich in Ihrem Laptop gesehen habe, dass meine Tochter sich mit einem Mann schreibt, der schon 33 ist. Ja? Und mein Gott, der in diesem Internetforum ganz genau sehen kann, wie alt sie ist. Was sie mag, was sie nicht mag, was sie während ihrer Freizeit gerne unternimmt und. Ich könnte das jetzt beliebig fortführen. Ja, was glauben Sie, was will so ein Mann von einem 16-jährigen Mädchen? Können Sie mir das verraten? Ja. Also das konnte sich meine Mandantin spätestens dann denken, als Sie auf der Homepage von diesem Philipp Thyssen gewesen sind, richtig? Ja, sicher. Da sieht man nur nackte Frauen. Nur nackte Frauen. Und so wollte er meine Tochter auch ablichten, ja? Also und nur deshalb hat er sich an sie rangemacht. Frau Wagner, das ist doch so alles überhaupt nicht richtig. Sie berichten hier doch wieder nur mal halbe Wahrheiten. Natürlich sind auch Aktfotos auf der Homepage dieses Fotografen. Frau Vorsitzende, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich das gerne mal zeigen. Ihnen brauche ich die Fotos nicht zu zeigen. Sie kennen die ja schon, aber vielleicht können wir uns hier mal ein bisschen unterhalten, ob das künstlerisch wertvoll ist oder ob das Pornografie ist, was Sie die ganze Zeit andeuten. Er hat ein sehr breites Portfolio, dieser Mann. Und ich gehe jetzt mal hier auf Akt und dann schauen wir uns doch das mal an. Das ist ein Foto. Ja, das ist doch wohl mehr als aussagekräftig. Also ich bitte Sie. Ich sehe eine nackte Frau, die noch sehr geschmackvoll inszeniert ist. Und das ist das für andere Sie geschmackvoll Foto, vielleicht. Dezent gehalten in Schwarz-Weiß. Und ich kann da ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel dabei finden. Jedenfalls nichts, worüber man sich so aufregen müsste. Im Übrigen war der Fotograf sehr kooperativ. Er hat sämtliche Bilddateien der Polizei zur Durchsicht zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Fotos von Minderjährigen. Kein einziges Foto. Das müssten Sie doch bitte auch mal zur Kenntnis nehmen.
Außerdem war es doch so, dass Ihre Tochter mit dem Fotografen Kontakt aufgenommen hat über dieses Netzwerk und nicht umgekehrt. Ja, Paula interessiert sich halt für Fotografie. Sie ist in der Schule auch in so einer Foto-AG. Und da ist sie auch mit Leidenschaft und viel Eifer dabei. Und genau aus dem Grund hat mein Ex-Mann, also ihr Vater, ja auch zum Geburtstag eine sehr, sehr teure Kamera geschenkt mit allem möglichen Zubehör. Und ich weiß auch genau, dass Paula ein Praktikum machen möchte bei einem Fotografen. Mein Gott, das Mädchen ist 16 Jahre alt, die hat sich nichts dabei gedacht, einen etwas älteren Mann anzuschreiben. Aber dieser schmutzige und schlierige Fotograf schon. Frau Wagner, und das geht ganz klar und deutlich aus der E-Mail hervor, die er an meine Tochter geschrieben hat. Alles Beleidigung. Wissen Sie, es gibt ganz sicher Dutzende von Personen, die wirklich einen Grund gehabt hätten, ihm sein Fotostudio zu demolieren. Aber ganz bestimmt nicht ich. Also jedenfalls die Mail, auf die Sie gerade eben angesprochen haben, komme ich jetzt. Die habe ich nämlich hier. Da schreibt er, okay, dann morgen um 20 Uhr bei mir im Studio. Aber diesmal ohne deinen schlecht gelaunten Freund. Okay. Paula ist offenbar dann schon einmal vorher bei Philipp gewesen in seinem Studio. Und zwar mit ihrem Freund Timo. Ich weiß, dass er Timo heißt, da steht der Name nicht. Wissen Sie, was sie da gewollt hat? Ja, ich habe das alles erst im Nachhinein erfahren, als die Polizei mich befragt hat. Angeblich wollte sie sich von diesem Fotografen die Kamera erklären lassen. Aber mein Gott, da liegt auch eine Bedienungsanleitung dabei. Wenn Sie mich fragen, der wollte sie nur in sein Studio locken. Verstanden. Frau Wagner, es gibt ja nun wirklich kein Patentrezept, wie Eltern mit ihren Kindern und mit dem Internet umgehen. Das Internet ist eine Gefahrenquelle, es ist relativ neu. Es muss sich erst einspielen, wie auch andere Dinge, die neu sind, sehr revolutionär sind und alle gute und schlechte Seiten haben. Ja, es geht halt nur mit einem vertrauensvollen Miteinander mit Eltern und Kindern. Ne? Ja, sicher. Natürlich haben Sie recht. Und das Verhältnis zwischen Paula und mir ist ansonsten auch wirklich gut. Nur ich habe einfach das Gefühl, dass diese ganzen Netzwerke, Internetportale sich zu einer regelrechten Seuche heutzutage ausarten. Ja? Also zum Beispiel, früher ist Paula liebend gern zum Wochenende zu ihren Großeltern gefahren. Die wohnen ziemlich weit draußen, mitten im Wald. Es ist dort wunderschön und sie hat es immer geliebt, dorthin zu fahren. Heutzutage können keine 10 Pferde sie dazu bewegen, ihre Großeltern zu besuchen und nur aus dem einzigen Grund, weil sie dort keinen Internetzugang hat. Ja, oder wenn ich ihr sage, Kind, lass das Laptop einfach mal aus. Ja, dann heißt es nur, ich muss für die Schule noch etwas machen und du machst mich wieder zur Außenseiterin. Mhm. Ja, mein Gott, wissen Sie, an diesem Tag, an dem ich angeblich dieses Fotostudio auseinandergenommen haben soll, ja, da dachte ich doch, meine Tochter liegt im Bett und schläft. Stattdessen schleicht sie sich heimlich aus dem Haus, ja, und geht zu diesem Kerl. Und ich wusste es also nur, weil ich die E-Mail mit der Adresse von diesem Mann noch auf ihrer geöffneten Internetseite, auf ihrem Laptop gesehen habe. Erstaunlich, dass Sie diese E-Mail überhaupt lesen, wenn das auch alles so ein Teufelszeug ist. Dass Sie sich dann aufregen als Erziehungsberechtigte, Sie sind ja auch erziehungsverpflichtet, das kann ich verstehen. Aber dass Sie eine solche Randale veranstalten und 35.000 Euro Sachschaden bei einem völlig unbescholtenen Fotografen, den Sie hier auch noch übelst beleidigen. Frau Wagner, das kann ich nicht nachvollziehen, das ist Paranoia, das ist nichts anderes. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein, danke. Dann möchte ich genau mit diesem Herrn beginnen. Philipp Thyssen, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigerin Platz. Herr Thyssen, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Herr Thyssen, dass man die Wahrheit sagen muss bei Gericht, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sie strafbar. Herr Thyssen, Ihr Vorname ist Philipp, Sie sind 33 Jahre alt und wohnen in Münster. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin selbstständiger Fotograf. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist richtig, ja. Herr Thyssen, die Angeklagte hat es ja für keine gute Idee gehalten, dass sie sich mit ihrer Tochter Paula über dieses Netzwerk Friends for Boys and Girls ausgetauscht haben. Am 14. März ist sie zu Ihnen ja ins Fotostudio gekommen. Was wollte sie da? Was sie wollte, habe ich erst ja gar nicht verstanden. Also sie ist ja direkt in meine Tür, also in mein Studio reingestürmt und mit wild fuchtelnden Armen hat sie mir dann erzählt irgendwie, dass ich ihre minderjährige Tochter in Ruhe lassen sollte. Sie wäre erst 16 Jahre. Ich meine, mein Gott, stellen Sie mal vor, ich hätte irgendwelche Kunden da gehabt. Also
Es war wirklich unter aller Sau, wie sie sich da benommen hat. Sie hat mich nicht einmal zu Wort kommen lassen, geschweige denn, dass ich überhaupt nicht wusste, von wem sie da redet. Ja, das zeigt doch nur, dass Sie diese Masche bei vielen Mädchen abziehen. Frau Wagner, bitte, was denn für eine Masche? Ich bin seriöser Fotograf. Das haben Sie bisher noch nicht geschnallt, glaube ich. Ne? Lassen Sie uns beim Fall bleiben. 14. März, wie sind Sie da mit der Angeklagten verblieben? Ja, ich habe ihr versucht zu erklären, dass sie da irgendwas in den falschen Hals bekommen haben muss. Und nun mal auch auf diesem Portal auch habe ich über 300 Kontakte. So, und da ist Paula nur einer von diesen 300. So, da können Sie sich vorstellen, oder wahrscheinlich kann ich mir dann auch vorstellen, dass Sie da mit dem Internet noch nicht ganz so zurechtkommen. Jetzt hören Sie doch, sollten Sie sich auch zwischendurch mal ein bisschen damit für interessieren. Ja. Gerade was Ihre Tochter mit dieser Frauenversteher-Nummer. Ja? Damit können Sie vielleicht ein 16-jähriges Mädchen um den Finger wickeln. Aber ganz bestimmt nicht mich. Auf jeden Fall wollte ich nur mitteilen, dass ich mir keiner Schuld bewusst bin. Und Paula mir einfach leid tat, weil die Mutter so mit ihr umgegangen ist. Also so, und Paula interessiert sich wirklich für Fotos. Ja, und natürlich war sie da ein gefundenes Opfer für Sie. Was haben Sie dem Mädchen eigentlich in den Kopf gesetzt? Was haben Sie der gesagt, ja? Willst du nicht auch mal vor die Kamera, Schätzchen? Ha? Das gehört doch dazu. Frau Wagner, es gehört auch dazu, dass ich also gelegentlich Mütter unterbreche. Ich verstehe Ihr Engagement. Aber jetzt Schluss. Jetzt ist doch aber auch wirklich zum Verrücktwerden. Unfassbar. Ja? Ich sage die Wahrheit und sitze hier. Und dieser Kerl, der sich an unschuldige Mädchen ranmacht, dem legt hier niemand das Handwerk. Also, es tut mir Frau leid, ich kann Wagner. Es nicht Frau verstehen. Wagner, Frau Wagner, also, wir werden das schon klären. Herr Thyssen, wenn ich richtig informiert bin, dann hatten Sie meiner Mandantin das erste und einzige Mal, als sie bei Ihnen im Studio aufgelaufen ist, doch etwas versprochen, oder? Ja. Nämlich? Ich habe ihr versprochen, dass ich dann halt den Kontakt zu Paula abbrechen werde, wenn sie da jetzt unbedingt so ein Drama draus machen muss. Mhm. Ich meine, Sie kriegen ja selber mit, wie sie sich das haben Sie aber nicht gemacht. Und? Haben sich daran gehalten? Nein, sie haben sich nicht daran gehalten. Alleine 3 Tage nach dem 16. Geburtstag von Paula ist Paula bei Ihnen auf der Matte aufgeschlagen und Sie haben ihr bereitwillig diese Kamera erklärt, die sie gerade von ihrem Vater zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, oder? Ist das jetzt ein Vorhalt oder soll das irgendwie ein Vorwurf sein? Ich kann daran überhaupt nichts Verwerfliches erkennen, Frau Kort. Herr Römer, es spricht doch alleine schon dafür, dass Herr Thyssen gar nicht daran gedacht hat, den Kontakt mit Paula abzubrechen. Also jedenfalls kann die Mutter zu einer 16-Jährigen durchaus sagen, mit wem das Mädchen Kontakt haben soll, ja oder nein? Haben Sie nicht der Paula gesagt, wie Sie mit Ihrer Mutter verblieben sind? Na, natürlich habe ich ihr das erzählt. Aber ich meine, Paula ist ja auch nicht doof. Schon beim Reinkommen hat sie mir das Handy ja schon unter die Nase gehalten und hat mir erzählt, auch mit ihrer Mutter wäre alles abgesprochen. Sie könnte nur leider nicht kommen, aber deswegen hätte sie ihren Freund dabei. Aber wenn ich nicht wollen würde, dürfte ich ihre Mutter natürlich anrufen. Ja, was hätten Sie denn da gedacht? Also ich hätte Frau Wagner definitiv angerufen, nämlich nach ihrer klaren Aussage, die sie Ihnen gegenüber Mitte März gemacht hat. Aber es kommt ja noch besser. Wir kennen diese E-Mail, die Sie Paula am 3. April geschrieben haben. Komm vorbei, aber bloß ohne deinen Freund. Wie soll man denn das verstehen? Jedenfalls nicht so, wie Sie es jetzt hier darlegen. Sondern? Das war's ganz bestimmt. Naja, aber warum sollte Paula bei ihrem Besuch ihren schlecht gelaunten Freund nicht mitbringen? Was war geplant? Es war nichts geplant. Ich konnte mir schon bei meiner Freundin den Mund fusselig sprechen, weil sie mich da diesbezüglich irgendwie beschuldigt hat, dass ich jetzt irgendwie was mit der kleinen 16-Jährigen anfangen würde. Ich meine, hallo, geht's denn noch? Ich bin Fotograf. Ich lichte halt alle ab, egal in welchem Alter sie sind. Und ich wünschte wirklich, ich hätte die Anfrage damals von Paula wirklich gelöscht, wenn sie alle so ein Drama draus machen, nur weil ich so ein paar Fotos gemacht habe von ihr. Ja, was für welche? Also ich habe jedenfalls, und die haben wir uns vergrößern lassen, ein paar Passfotos hier. Diese Passfotos, keine weiteren Fotos. Ja, ja, und wenn, dann würden Sie das hier jetzt auch vor allen zugeben, ganz sicher. Frau Wagner, geht's noch? Hören Sie mal bitte zu, Frau Wagner, ja? Wegen Ihnen und Ihren kranken Ideen, ja? Und weil Sie Ihre Überängstlichkeit nicht in den Griff kriegen, ja? Es steht meine Existenz auf dem Spiel. So wissen Sie, wie viele Aufträge ich flöten lassen gegangen habe, nur weil meine besten Kameras kaputt sind? Wissen Damit Sie das eigentlich? Damit habe ich nichts zu tun. Ja, natürlich. Also jedenfalls nicht. Haben wir den Schaden hier festzustellen und der war erheblich. Die Polizei hat das nochmal zusammengefasst, damit ich es besser verstehe. Schadensaufstellung: 2 Digitalkameras, allein 10.000 Euro. 5 Blitzköpfe sind es 5.000 Euro. Generatoren 3.000, Parabolschirm 10.000, Objektive 5, Laptop 2, summa summarum 35.000. 35.000 Euro. Ja, ich kam in ein Studio rein. Wissen Sie, wie das ausgesehen hat? Ich möchte das Wort Bombe jetzt mal weglassen, aber genauso ähnlich. Ich kann es mir lieber vorstellen. Allerdings hat die Angeklagte, Frau Vorsitzende, ja eines übersehen. Sie hat fast alles kaputt gemacht an technischen Gerätschaften. Aber den Anrufbeantworter, den hat sie heil gelassen. Und deshalb haben wir jetzt die Chance, uns eine Nachricht anzuhören, die Sie, Frau Wagner, am 4. April aufgesprochen haben. Und Frau Vorsitzende, vielleicht führen wir das mal in den Prozess ein. Ich bin schon dabei.
gehen Sie sofort ran, Sie Kinderschänder! Ich will auf der Stelle mit meiner Tochter sprechen! Gut, ganz wie Sie wollen. Dann komme ich jetzt persönlich vorbei und dann lernen Sie mich richtig kennen. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Frau Wagner, wie sie leib und lebt, in Bestform, oder? Amoklauf mit Ansage, Frau Wagner. Genau das ist es gewesen. Frau Wagner, sind Sie nach diesem Anruf direkt zum Fotostudio Thyssen gegangen? Ja, jedenfalls in die Richtung. Also angerufen habe ich ihn von unterwegs. Als dann nur der AB dran war, ja, da bin ich dann auch gleich direkt weiter zum Studio. Und ja, auf halbem Weg an der nächsten Ecke kam Paula mir dann schon entgegen, Gott sei Dank. Und die wusste auch sofort, was die Stunde geschlagen hatte. Ja, wir sind dann gemeinsam nach Hause. Paula hat sich bockig in ihrem Zimmer verschanzt und ich habe mich dann auch hingelegt, weil ich dachte, eine Diskussion um diese Uhrzeit, das bringt einfach nichts mehr. Natürlich wollte ich noch mit ihr reden am nächsten Tag, ja. Aber da stand dann die Polizei schon in meinem Geschäft. Ja, zu Recht. Nochmal, meine Mandantin hat mit dieser Zerstörung überhaupt nichts zu tun. Das Ganze geht alleine auf das Konto von dem Freund ihrer Tochter, dieser Timo Laufer. Der dürfte wahrscheinlich von dieser "Lass deinen schlecht gelaunten Freund" E-Mail nichts mitbekommen haben. Aber bis dahin hatte er bestimmt auch schon begriffen, dass er allen Grund zur Eifersucht hat. Und dann ist er zu Ihnen ins Studio gegangen und hat das alles zerstört. Ach, der Junior doch nicht. Der ist doch nicht eifersüchtig auf mich. Timo, hältst du mal bitte? Soll ich dich noch schminken oder was? Oh, Timo, halt mal richtig. Was meinst du, lieber Haare auf oder zu? Ist doch egal, wir gehen nicht auf eine Party oder so. Für wen brezelst du dich eigentlich so auf? Für dich natürlich, für wen denn sonst? Verarscht mich selber. Hinzu kommt, dass der Täter durch ein Fenster in das Studio eingestiegen ist, durch das Timo Laufer hervorragend passt. Aber ob das bei meiner Mandantin ebenfalls der Fall ist, Frau Vorsitzende, das würde ich gerne mal demonstrieren. Wir haben hier mal dieses Loftfenster. Gerade mal tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich hatte es schon nicht angekündigt. Durch, ist mir alles recht. Also meine Mandantin passt hier wohl mit Sicherheit. Einwandfrei. Also. Nee. Aber es hängt hier definitiv an der Hüfte fest. Frau Kottak, wenn Sie sich ein wenig mehr Mühe geben würden, dann würde es aber mit Sicherheit gehen. Kommen Sie, da passen Sie doch durch. Und wenn Sie vielleicht auch noch einen anderen Rock anhätte, der nicht ganz so dickes Material hätte. Manchmal sind ja Millimeter entscheidend. Vielleicht haben Sie auch ein wenig zugelegt seitdem. Ich weiß es nicht. Herr Römer, meine Mandantin mag vielleicht alles sein, aber ein Schlangenmensch ist sie mit Sicherheit nicht. Wie soll sie da bitte schön durchgepasst haben? Noch Fragen an den Zeugen Thyssen außerhalb von solchen Demonstrationen? Danke. Dann möchte ich mit der Tochter der Angeklagten fortsetzen. Paula Wagner, bitte. Und Herr Thyssen, Sie nehmen bitte hinten Platz. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja. Paula, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man es nicht tut, macht man sie strafbar. Paula, Ihr Nachname ist Wagner. Sie sind 16 Jahre alt und wohnen mit Ihrer Mutter zusammen in Münster. Gehen natürlich zur Schule. Welche Klasse gehen Sie? In die 11. auf dem Gymnasium Wedekind. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen schweigen. Es ist Ihre Entscheidung. Und man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigt. Klar, sage ich auch. Sie wollen Aussagen. Paula, am 4. April 2011 sind Sie ja abends, gegen den Willen Ihrer Mutter, im Fotostudio von Philipp Thyssen gewesen. Ich weiß. Ja, ich weiß es auch. Dass Sie es wissen, denke ich mir auch. Nur Ihre Mutter hat davon nichts gewusst, zumindest nicht direkt von Ihnen. Wissen Sie, wie sie es herausbekommen hat? Weil sie mal wieder auf meinen Laptop hinterhergeschnüffelt hat, so wie sie es immer tut. Aber jetzt habe ich ein Passwort und brauche keine Angst mehr haben, dass du mir gleich hinterher schnüffelst, nur wenn ich mal kurz weg bin. Jetzt habe ich endlich mal Privatsphäre. Privatsphäre? Im Internet? Sag mal, Paula Kind, bist du wirklich so naiv? Du willst vor deiner eigenen Mutter Geheimnisse haben? Und die ganze Welt kann im Internet ja sehen, was du da auf deine Pinnwand oder, mein Gott, wie auch immer man das nennen mag, da schreibst. Mann, Mama, wie oft noch? Das können nur meine Freunde lesen und die Freunde von denen. Ja, was man immer unter Freunden nennt. Paula, wie wird man Freund auf Friends for Boys and Girls? Indem man ein Profil edit, so wie ich Philipp geedit habe. Mhm. Und wenn derjenige, den Sie anklicken, diese Anfrage bestätigt, dann läuft er bei Ihnen unter Freund. Ach. Genau. Und so. Die Freunde, die der hat, die bringt er gleich alle mit. Komplett. Ja, eigentlich ganz einfach. Paula, Sie wissen aber schon, das, was sich im Internet Freund nennt, hat mit Freund wenig zu tun. Das sind Menschen, von denen Sie in aller Regel gar nichts wissen. Noch nicht mal, ob die Angaben, die da drin stehen,
richtig sind. Ja, nur wenn einer sein Profil überarbeitet hat, sowas, das machen doch alle heutzutage. Und außerdem, keiner schreibt, ich bin total langweilig und habe keine Hobbys oder so. Und ja, wie gesagt, ich krieg schon raus, ob das stimmt, was er da über sich schreibt im Internet. Ja, ob das nicht ein bisschen blauäugig ist, weiß ich nicht, aber das verhandeln wir ja heute gar nicht, den Wahrheitsgehalt des Internets. Frau Vorsitzende, kommen wir doch mal zu einer anderen Frage. Ihre Mutter ist Ihnen ja direkt in die Arme gelaufen, als Sie vom Herrn Thyssen aus dem Studio kamen, richtig? Ja. Haben Sie mitbekommen, dass sie später oder ob sie später das Haus noch einmal verlassen hat, möglicherweise um sich zu dem Studio zu begeben erneut?